Also das Giraffensymbol. Oh, unglaublich. Ich war mal mit meinem Schulpsychologen damals. Das war so 2000, 2001, weiß ich nicht. Der hat uns zu einer Vorstellung gebracht, wo einer Pink Floyd Musik genommen hat. Und da hat er uns eine Geschichte erzählt, so eine Gruselgeschichte. Wenn man richtig schön hat, hört man immer wieder folgenden Text. Holt ihn hoch aufs Dach. Und dann hat er dieses Musikstück vorgeführt. Und genau an der Stelle haben wir dann nur noch gehört, holt ihn hoch aufs Dach. Dieses klassische Konditionieren, und dann kriegst du es nicht mehr aus diesem Kopf raus. Und genau dasselbe ist jetzt hier mit der Giraffe, was du meinst. Okay, bei welchem Lied war das nochmal? Die Geschichte hast du aber schon mal erzählt. Dann wusstest du nicht mehr, was für ein Lied das eigentlich war. Ich kann es dir nicht genau sagen. Das könnte bei The Wall sein. Vielleicht die Stelle, hey, Teacher, leave those kids alone. Ja, vielleicht genau. Das würde vom Takt her passen. Okay. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendein Pink Floyd-Lied war es. Ja, das ist sehr bekannt. Vielleicht hat er sich das gerade genommen. Und seitdem höre ich das nur noch. Ich krieg's nicht mehr raus. Na, ich habe das zum Glück noch nicht so weit. Und so Konditionierung. Mir noch. Ja, gleich. Konditionierung ist sehr, sehr, sehr stark. Das hätte sich der Lehrer aber vielleicht überlegen müssen. Das ist ja praktisch Desinformation. Korridor zum Altar, die Katakomben, Grotte waren wir unterschiedlich. Wasserkanal. Wasserkanal? Wir haben erst Kapitel 3 beendet. Wir müssen jetzt Kapitel 4 noch? Das glaube ich nicht. Absturzstelle, Markt, medizinisches Forschungszentrum im Zug. Im Zug? Da wir war sind man. Jetzt im Zug, oder was? Ja, wir waren ja in diesem Kanal drin. Jetzt müssen wir wohl im Inneren ein Flugzeug machen. Das letzte Mal waren wir in dieser Uni und dann auf der Straße. Den brennenden Autos und Schied. Ja, das war ja so eine Rückblende. Richtig. Wo erklärt wurde, wie sind wir eigentlich zu dem Anfangspunkt dieser ganzen Story gekommen, als wir eben die ganzen brennenden Autos gesehen haben und so weiter. So. Ja. Wo bist du? Da bist du. Einladung bekommen? Ja. Ich hab's gerade bestätigt. Musst du auf mich warten. Je, da bist du. Je. Jetzt höre ich dich doppelt. Hä? Ich höre uns nochmal, uns beide. Oh, Flugzeug, Twilight Zone. Luftraum über Langxiang. Der Typ sitzt das auch so da. Das ist ein Gremlin! Ja. Das Spiel will mich ärgern irgendwie. Gut. Ich dachte zuerst, es wäre ein Schachtisch. Alles klar bei Ihnen? Ich habe meine Schwester verloren. Wir waren in einer Zombie-Apokalypse. Wir hätten ihren Namen reinwaschen können. Vielleicht. Aber Simmons hat er weitergemacht. Außerdem. Welchen Namen reinwaschen? Ich bin jetzt an sie gewöhnt. Wahrscheinlich deswegen ist der Pilot ein Zombie. Anschnallen. Wir dürfen nicht rein. Oh. Helena. Das hat keiner bemerkt, dass da ein Kokon das Flugzeug steuert? Wieder so ein Ding. Schätze, das Ding kann das Flugzeug nicht fliegen, oder? Ach was.
Benjamin Blümchen kann das. Was wär's? Hannigan, wir haben ein Problem. Ich hab keine Munition. Ich auch nicht. Ich glaube, das ist normal. Was? Ach, da hinten, oder? Okay, einen Moment. Ich versuche was zu finden. Oh, shit. Irgendwo habe ich eine Waffe gesehen. Das ist peinlich. Da war so ein Quicktime-Event und ich bin versehentlich ins Menü gekommen. Irgendwo hier ist eine Waffe, die ich aufheben soll. Ja. Bist du tot? Mist. Scheiße. Ich hab die Waffe aber gerade gefunden. Ich auch, ja. Die liegt da bei dem Typen. Hab ich ein Gesichtstattoo bekommen? Davon bin ich jetzt gestorben. Ja, dein Make-up ist verlaufen. Und du hast dich dafür so gegrämt. Das ist tödlich peinlich. Hannigan, wir haben ein Problem. Ein großes. Der Pilot ist zu einem Monster mutiert. So wie in der Kathedrale. Was? Okay, einen Moment. Ich versuch das zu finden. Ach du Kacke. Jetzt ist der draußen, oder was? Rian, Helena, hören Sie mich? Nein. Mit dem Druckschutz stimmt irgendetwas nicht. Gehen Sie nach hinten und finden Sie heraus, was los ist. Der blöde Vieh wird da wohl sein. Das sitzt hier in der ersten Klasse und macht sich gemütlich. Terrorist, hat er gerade gesagt. Ja, Leon, beruhig dich. Terrorists. So sind Terrorists. Ja, immer diese Araber. Ja, wie kommen wir da jetzt runter? Hier hinten. Da ist ein Kraut. Ich bin der auf den Fersen. Oh. Hi. Ich glaube, das Vieh ist jetzt hier drin. Das hat sich in der Kiste versteckt oder so. Ja, ist toll. Also gut, da kann ich nicht vorbei. Hey. Na los. Na los. Na los. Hey. Hier drüben. Wenn's sein muss. Ich bin zu schwach dafür. Ja. Na, da kommt irgendein Schleim runter. Ich glaube, wir werden gleich besuchen. Du brauchst die Muskeln einer Frau. Oh, und jetzt kommt das Vieh. Pikachu! Mhm. Make way for the monster! Yeah! Jetzt habe ich keine Muni mehr. Wir müssen es loswerden. Öffnen wir die Luke. Da ist die Steuerung. Monster! Mann, die Steuerung ist wieder total kacke. Ja, ja. Ah, help me! Help me! Score! So, und jetzt? Ja, Quicktime wieder. Rechte Maustaste, linke Maustaste, rechte Maustaste, linke Maustaste. Oh oh! Nein! Oder? Bist du erwischt worden? Nein. Helena! Ich hab zu spät die Tastenkombi gedrückt, die vorgegeben wurde. Ich hasse so eine Quicktime-Kacke. Das ist peinlich.
Ist nicht peinlich, dass, dass so eine Quicktimes sind einfach nur nervig. Weil wie soll man reagieren? Das ist Trial and Error so. Ja. Man muss es merken. Ich hab doch! Hä? Ich hab doch! Und warum sehe ich dich jetzt auf einmal und vorher habe ich dich nicht fallen sehen? Verstehe ich auch nicht. Ja, das war wohl ein Bug. Das war ein Gremlin. Ja. Aber es hört sich an wie dieser Affe aus Braindead. Mhm. Schon wieder? Ja! Ich mach genau das, was das Spiel will! Was soll denn das? Müssen wir das gleichzeitig machen, oder was? Wahrscheinlich. Aber ich hab's doch gemacht und trotzdem werde ich... Ich meine, du fliegst ja nicht runter, ne? Nö. Ich brüll ja Helena! Ja, eben. Vielleicht darf ich das nicht zu lang machen oder so. Vielleicht muss ich auslassen, wenn die Kiste auf jeden Fall weg ist. Also ich drücke genau dann rauf, wenn es zu sehen ist. Schon wieder. Ich glaube, das wäre peinlich, wenn das auf YouTube zu sehen. Ach, hab dich nicht so. Ja, aber es ist doch... Ich komme vor wie ein Idiot. Du drückst die Leertaste genau dann, wenn es erscheint. Das mache ich auch so. Ja. Und R muss ich auch noch drücken. Das mache ich beides. Ach, du musst auch noch R drücken. Das tue ich ja auch, ja. Ich mach das, was das Spiel mir sagt, und trotzdem fliege ich runter. Ich hab doch sogar gesehen, dass du zur Seite gesprungen bist. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ach Gott. Weißt du, Dich nervt das schon, oder? Nö. Ich find's nur gerade komisch, warum es nicht klappt. Ja. Muss ich zuerst R drücken wahrscheinlich war es das. Ich habe beobachtet, bei Leertaste macht sie sich flach und bei R rollt sie. Ach so, na dann. Vielleicht muss ich konsequent R zuerst drücken. Ja, machen wir es mal so. Aber ich habe halt bisher immer gleichzeitig gedrückt. Ich dachte, das wäre halt kein Fehler. Ich kann dir leider nicht helfen, weil ich nicht sehe, was für Befehle bei dir auftauchen. Das ist in Ordnung. Es ist ja an sich sicher nicht schwer, aber ich muss rauskommen, was das Spiel denn von mir will. Hä? Ich glaube, jetzt schreit er schon, weil er genervt ist. Mach einen Abflug, Helena! Gute Landung, Helena! Also, ich komme echt schon so doof vor wie typische Player 2. Du Luigi, du. Ja. Du hast gesehen, ich bin zur Seite. Ja, ich hab's gesehen. Was ist denn hier los? Ist hier irgendwie ein Übertragungsfehler, dass da... Moment, ich lass mich mal erwischen. Mal gucken, ob du denn weiterkommst. Okay. Ob ich weiterkomme ohne dich? Ja. Vielleicht muss ich ja erwischt werden. No.
Tatsache! Ich hab's wirklich, ich hab's wirklich gedrückt, was Tatsache. Ich hab aber gar nichts gedrückt und es hat jetzt geklappt. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich habe jetzt R und Leertaste so lange gedrückt, bis ich sozusagen sterben würde, weil ich dachte, vielleicht war es das, vielleicht muss ich das wirklich quasi bis zum Erbrechen gedrückt halten. Die Maschine gewinnt an Höhe. Ich hab echt nichts gedrückt diesmal. Und jetzt haben wir es geschafft. Also ich darf etwas nicht drücken, was das Spiel mir sagt, was ich drücken soll, damit du weiterkommst. Was ist das für ein Scheiß? Also, du bist schuld. Du hast mich jetzt 10-mal getötet oder 20-mal. Du bist schuld. Anscheinend, ja. Und warum sind jetzt hier alle Zombies? Ja, warum nicht? Ich hab keine Muni, ne? Wo ist das Messer? Da ist das Messer. Messer? Ja, du kannst doch auch Messer benutzen. Wo ist es denn? Irgendwo Leertaste drücken und dann. Jetzt habe ich wieder 20 Schuss. Ich habe auch wieder ein bisschen Schuss. Warum verwandeln sich alle in Zombies, nur wir nicht? Sind wir nicht auch von diesem Gas irgendwie betroffen? Beschwer dich auch noch. Wow. Natürlich, ist doch voll unlogisch. Mann, jetzt kriegt man hier Koffer auf den Kopf. Und die Zombies sterben daran auch noch. Das ist doch was. Ja? Hier ist zu. Oder habe ich da was übersehen? Oh. Ach so, man muss es hier wegdrücken. Ja, das war klar. Auf die Frau habe ich schon geschossen vorhin. Es hat nichts gebracht, sie zu programmieren. Das nervt auch, wenn die hier wach werden und vorher knallt man die ganze Zeit auf den. Warum konnte ich mich gerade nicht bewegen? Was ist denn hier los? Kann ich im Flugzeug nicht schlafen. Ja. Leon. Oh, das. Moment. Das. Leon, du hast gefurzt. Und so stark, dass sich alle in Zombies verwandeln. Und sterben. Mann, jetzt kann ich noch nicht mal Treppen steigen hier. Ich kann sie keine Sachen nehmen. So eine Scheiße, was kann jetzt noch kommen? Ja, hättest du das nicht gesagt? Das Flugzeug durch den Druckverlust destabilisiert. Leon, Sie müssen die Steuerung übernehmen. Leon. Ich habe befürchtet, dass Sie das sagen. Na toll. Jetzt soll ich... Ach komm. Jetzt habe ich Flugangst und jetzt muss ich hier ein Flugzeug steuern. Mensch, Leon, wenn er mit Blümchen das hinbekommt, dann tu er erst recht. Von Autopilot um auf manuelle Steuerung. Dann drücken Sie den dritten Knopf in der vierten Reihe am oberen Rand. Zombies. Hat's geklappt? Es ist nichts passiert. Nochmal. Okay, jetzt ziehen Sie den Hebel zu Ihrer Rechten. Okay. Scheiße! Schwerer als keine Boni! Los! Auf Messer! Komm schon! Ich hab wieder Munition hier aufgenommen. Leon, Schub, ziehen Sie hoch! Ja, wie denn? Wie viele Hebel braucht man, um das Ding zu fliegen? Komm schon, du hast fast geschafft. Yeah, ich drück doch wie blöd schon her, ja! Und ich sehe, wie du im Hintergrund da rumballerst und rumzuckst. Lass mich nicht ablenken von mir. Wo sind wir jetzt eigentlich? Warum sehen wir jetzt Ada, wie sie da auf dem Zug ist? Meister Ada. Dieses Spiel ist total bekloppt. Yes! Das hast du gut gemacht!
toll, ich habe eine ganze Stadt zerstört. Danke, du hast unsere ganze Stadt gerettet. Und du bist auf dem Flugzeug. Also zumindest bist du und ich nicht dort. Das sagst du jetzt, aber vielleicht trollen die uns und die Sterbesequenz kommt erst jetzt dann. Ach so, nee. Nur eine Fleischwunde. Ach, zum Glück, wir sind die einzigen Überlebenden hier. Wer bist du? Wo kommst du denn her? Jill! Sherry. Ich gebe Personenschutz. Ja. Ich schütze diese Person. Wer ist das? Warum sind sie hier? Was? Die Person, die sie schützen. Wer? Wie? Wo? Was? Sie müssen sich irren. Ich arbeite für Simmons. Er ist Ihr Vorgesetzter? Wir wollen uns jetzt mit ihm treffen. Wo ist... Ach, der Simmons ist dieser Böse. Ja. Mit dem Arbeitskittel. Ich muss es wissen. Das ist aber ein Zufall, dass wir uns hier nach einem Flugzeugabsturz treffen, in einer brennenden Lagerhalle. Ich dachte, du solltest Kontakt vermeiden. Das war so auch nur geplant. Leon ist nicht irgendwer. Er hat mich in Raccoon City gerettet. Aha. Er ist der berühmteste irgendwer in Raccoon City. Also. Neben Chris. Jill. Scar. Oh Gott, was ist denn das jetzt hier? Vorsicht! Es hat Puff gemacht! Leon, beim Flugzeug! Ich bin böse! Ihr Freund? Eher wie eine Ex-Freundin, die einfach nicht weiß, wann Schluss ist. Kommt mir der lügt nicht, das ist echt seine Ex-Freundin. Die sieht wie Jessica aus, ja. Ui. Ja, da mal acht dafür. Achte auf seinen Arsch! Hundi, ja. Ja gut, dass er die CPU angreift. Hier sind so eine Kanister. So, haben wir ihn jetzt besiegt oder was? Nee, der Typ hat doch gerade gesagt, man kann ihn nicht besiegen. Also zumindest nicht einfach so. Der ist wahrscheinlich jetzt abgehauen zu Mutti. Aha. Was wird das jetzt? Ich habe eine Plattform gefunden, auf die ich gesprungen bin und habe Munition gesammelt. Ich meine nicht dich, sondern was hier gemacht wird zwischen den beiden. Die gucken sich so an, als wollen sie... Die kommen sich nicht blöd vor dabei, oder? Ich glaube, die wollen dasselbe machen, was wir machen müssen, wenn du jetzt hier zu mir kommst. Also, ich kletter noch ein bisschen. Das sind Kisten nämlich. Achso, mit Muni? Ja, mit Muni. Du siehst da so einen Kran mit einer Plattform, die hat mich runtergelassen und von der kannst du hochklettern. Und das sind schon kaputte Kisten, da kannst du sicher noch was aufsammeln. Und hier, wo ich jetzt bin. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Oh, hier sind auch nochmal Kisten. Ja, und schau, hast du das da hinten gesehen? Wo ich hingucke, da ist so eine Holzplattform, da ist ein roter Knopf. Ja. Aber den brauchst du nicht mehr drücken, den habe ich schon. Da kletterst du auf diese Holzplattform und da aus hoch. Okay. Ich glaube, das kann nicht schaden, wenn wir dieses Vieh noch besiegen müssen. Wenn wir hier uns die Zeit nehmen. Na, wenn es mal wiederkommen würde, aber es kommt ja nicht wieder. Es hat keinen Bock mehr. Da hinten sind auch
Geil, da sind nochmal Kisten zum kaputt machen und einsammeln. Aber wie komme ich denn da hoch? Muss ich dich hochschmeißen? Muss ich dich hochschmeißen oder so? Ich glaube, das ist notwendig. Hier, da wo ich stehe. Da sind noch Kisten oben zum Kaputtkloppen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir dafür eher nach rechts müssen, wo die anderen zwei stehen, aber. Nein, ich versuch's immer abzuballern. Ja. Ja, toll. Aber wie sammeln wir das auch? Ja, es hätte ja auch nur irgendwelche Props sein können. Achso. Aber dass da wirklich was rauskommt. Also aufs Auto kann man auch nicht. Irgendwo hier hochklettern geht auch nicht. Vielleicht müssen wir wirklich da hinten anfangen und arbeiten uns den Weg da nach links quasi. Ich weiß, was ich tue. Okay, dann machen wir hier endlich mal weiter. Okay, der Typ hieft mich nach oben. Und jetzt kommt das Vieh. So, jetzt sind wir getrennt, oder was? Sind Sie okay? Im Vergleich zu ich kann dir jetzt nicht helfen. Ist das ein Spazier? Ja, oder? Ist gut. Achso, da. Ich glaube, das geht. Sherry, gehen Sie ans Steuer. Klar. Ich muss jetzt hier einen Bus irgendwie aktivieren. Okay? Kommt unser Bus. Okay, Bewegung. Roger! Wir kommen gleich. Ja, wir haben ihn aktiviert. Haben wir ihn erwischt? Nee. Wieso stirbt er denn nicht? Hört sie bloß auf! Aber vielleicht können wir ihn zu viert erledigen. Oh. Der springt ja schneller herum als wir. Was macht er jetzt? An. Eine andere Kralle, okay. Wo hat er die jetzt her? Hat er das dabei? Das muss man ihm lassen. Er ist vorbereitet. Wie gesagt, er stirbt nicht. Ich hatte gehofft, sie übertreiben. Wo ist denn der hin? Achso. Der ist umgefallen. Jeins! Warum macht das Spiel mehr als wir? Fällt mal weg! Das ist so schön, da muss man erstmal hingucken. Das war aber eine kurze Begegnung. Irgendwie sinnlos. Sherry, hören Sie! Bis wir dort eintreffen, müssen Sie. Okay. Explodieren. Hoffen wir, dass dieser Jake so gut ist, wie er glaubt zu sein. Moment mal, die zwei sind die jetzt. Leon, hören Sie mich? War das jetzt ein Macho-Kampf oder was? Hannigan? Wahrscheinlich. Ach, wir haben seit dem Absturz nichts von Ihnen gehört. Doch vor einer Minute habe ich keine Antwort von Ihnen bekommen. Das Gebäude, von dem Agent Birkin gesprochen hat, ist nicht weit. Bleiben Sie auf der Route, okay? Verstanden. Danke. Das Spiel macht keinen wirklichen Sinn. Aber das ist so schlecht, dass es wieder gut ist. Naja, wenn die Steuerung nicht wäre, könntest du recht haben. Ladevorgang. Sherry hat gesagt, dass sie Simmons im Kunlun-Building treffen wird. Zunächst einmal müssen sie sich einen Weg durch den Markt vor ihnen bahnen. Das sind Hühnchen. Und Umzugskisten. Am Hühnchen. Wenn du die ich will aber keine Hühnchen. Wenn du die in Zelda hier angreifst, kommen denn hier Tausende und töten dich. Und da hinten wird gerade einer. Da hinten wird gerade ein Hühnchen getötet.
Hörst du sie? Ja, also ich höre es schreien. Was war das? Ein Zombie. Ich glaub's nicht. Wahrscheinlich ein unzufriedener Kunde. Ja, befreien von seinem Schmerz. Ich glaub, das ist schon. Wir sind in China. Siehst du, jetzt ist es wieder rassistisch hier. Vielleicht ist es ja auch. Drei einzelne Schlösser. Oh Mann. Gut. Finden wir heraus, wie man sie öffnet. Aha. Also jetzt keine schwarzen abknallen, sondern jetzt gelbe abknallen. Yay. Oh. Okay. Was ist das? Was zur Hölle? Vermutlich hat sich deshalb die ganze Straße verschanzt. Die Bewohner wollten ihn abwehren. Erstmal was anderes. Die sagte erstmal was anderes. Ja, was sie nicht mag, ist lange bei dem Job. Vermehrt er sich jetzt oder was? Anscheinend. Das klappt nicht. Wir müssen. Wie lange soll das töten? Wenn wir so weitermachen, geht uns die Munition aus. Wir können ihn anscheinend nicht. Wir müssen die Schlüssel finden ohne ihn. Wo bist du? Ich bin hier. Komm. Wir suchen die Schlüssel. Lassen wir den hinter uns. Können wir uns aufteilen? Können wir auch machen. Nee, Quatsch. Bleib. Jetzt rennen wir von den Schlüsseln weg, irgendwie. Siehst du die Entfernungsanzeigen auf dem Bildschirm? Ja, aber ich weiß nicht, wie wir da. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Ja, rechts oder links? Ach, die Tür geht nicht auf. Ne, gehen wir erstmal links hier. Okay, ich folge dir. Fische! Der Punga. Was gibt's denn heute? Hier drin ist das nicht? Na toll, das hinter dem Ding da. Den Strom abschalten. Hinter dem Ding. Hinter dem Tor, was unter Strom steht. Aber wie stellen wir das Ding ab? Ah, ich hab's. Pass auf, er ist direkt hinter dir. Ja, ich wollte an dem vorbeirennen. Liegst du oder was? Ich lebe. Schnell. Liegen? Ich hab gefragt, ob du liegst oder ob du es geschafft hast. Ach so, ich hab gehört, lebst du noch? Habt ihr Schlüssel? Weiter. Fehlen uns noch zwei. Ja. Na, jetzt sind wir hier gefangen. Das ist irgendwie überhaupt nicht gruselig. Der macht ja kaum was. Doch. Seine spastischen Bewegungen, muss ich schon sagen, ist mal was zu anderes. Hier geht's nicht rein. Ja, da fällt mal einer einfach so von der Decke. Noch ein Schlüssel, fehlt nur noch einer. Noch einer da. Jetzt sind es zwei. Renn! Ja. Alles okay? Ja. Ah, oh, da ist ja einer. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Mist. Aus meiner Hilfe, wo bist du? Der Weg ist versperrt. Quatsch. Ah, hi, da bist du. Okay, dann schau ich mal, dass es mit der Ecke du jetzt bist. Ja, bist schon richtig. Wir müssen jetzt nur irgendwie da den in der Mitte kriegen, aber wie kommen wir da rein? Guck mal hier.
Der Riegel ist auf der auch auf der anderen Seite. Ech. Aber da waren wir vorhin schon, oder? Hätten wir wohl die andere Seite noch angucken müssen. Okay. Ist sie auch auf der Riegel auf der anderen Seite? Der Riegel ist auf der anderen Seite. Shit. Vielleicht muss ich. Ich glaube, einer muss da bleiben und der andere rennt hin und ich mach das. Nee, schon zusammenbleiben. Aber vielleicht. Der zeigt da auch irgendwas hier vorne hin. Ja. Hä? Warum zeigt der hier hin? Ah, hier rein. Oder? Auch nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Direkt neben dir. Ah, hier. Ich komme da rein. Hier kommen wir auch nicht rüber. Aber die KI von denen ist auch blöd. Die haben sich irgendwo verhangen. Die folgen uns gar nicht mehr. Yes. Hier ist eine Treppe. Kann man auch nicht hoch. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, einer muss wirklich auf der anderen Seite bleiben, während der andere... So. Da ist er noch. Das ist ein bisschen unübersichtlich, der Viktualienmarkt. Und schmutzig. Was? Und jetzt? Das ist der Gang, wo wir schon die ganze Zeit rumrennen. Ja, das ist nur ein Alternativweg. Na, mal nochmal zurück. Ja gut, man schafft sich Abkürzungen, das ist auch ganz gut. Aber wie kommen wir jetzt hier durch? Muss ich dich hier irgendwo rüberschmeißen oder so? Vielleicht? Okay, jetzt nimmt es hier ein bisschen Überhand von den Viechern. Da dürfen wirklich niemals auf sie schießen, auch nicht um sie aufzuhalten, weil sonst zerteilen sie sich einfach nur so schnell. Wie kommen wir da jetzt rein? Hier ist der... Hier geht's auch nicht rein. Och Mensch, das hasse ich so, das komplett verwirrenden Level. Hier geht's ja auch nicht rein. Geht das hier rein? Denn. Ist hier irgendwo ein Schalter oder so? Gehen wir mal beide zu der Tür. Vielleicht ist da wirklich eine Möglichkeit, dass wir. Ist da irgendein Befehl zu sehen, dass du mich rüberwerfen kannst? Nee. Hier ist nur. Mach mal wieder den Strom an. Geht es? Nein. Außerdem glaube ich, bringt das in dieser Ecke nicht viel. Ah, hier! Ja, okay, auch. Von der anderen Seite. Aber da ist so eine Leiter nach oben. Vielleicht müssen wir wirklich jetzt mal einen riesen Umweg machen. Moment. Und mal ganz nach hinten rennen. Irgendwo hier war eine Lupe. Ach so. Diese armen Leute. Oh! Ist hier eine Leiter? Abzeichen. Nee, aber ich glaube, da kommt man hier rein zu der Leiter.
Okay, das ist die Schweinemetzgerei, Brandedampf. Ja. Ja, doch, in der Ecke waren wir schon mal. Diese aufdringlichen Kunden immer. Die wollen das billigste Schweinefleisch. Auch eine Sackgasse. Hätte dir es nachher. Das kalte Händchen von der Adams. Mhm. Ja, das kalte Händchen von der Adams Family ist da. Okay, also hier. Irgendwo eine Treppe, irgendwas, eine Leiter. Ich frage mich, ob wir hier irgendwie an dem Punkt, ob wir da noch was machen. Hm. Weil es kann ja sein, dass das Spiel jetzt so fies ist und seinen langen Umweg zumuten möchte. Ey, hier oben ist so ein komisches Zeichen zum Schild. Also vielleicht ist hier wirklich irgendwo was drin hier, wo wir hin müssen. Hier rattert es auch gerade so über den Kopf. Hm. Weißt du, was auch doof ist? Man kann keine Türen zumachen, dann hätten die es schon wesentlich schwieriger. Ah, hier, hier, hier! Bei mir! Ja, ich schau das nicht an. Hier ist eine Leiter. Hier. Stimmt. Wieso haben wir sie nicht schon folgen? Müssen wir jetzt hier weiter oder? Ja, hier rüber springen. Ja, ja. Ich muss dich rüberschmeißen. Okay. Ich dachte, nee, nicht runtergefallen. Aber da war ein Dach zunächst und ich dachte, ich spring rüber. Dabei bin ich abgeschweißt. Scheiße, gelaufen. Ich finde die Leiter hoffentlich gleich wieder. Kannst du sehen, wo ich bin? Ich stehe direkt davor. Nicht so ganz. Moment. Dort, wo ich dich rübergeschmissen habe, musst du rein. Und dann kommst du dahin. Meint, ich komme dir ein bisschen Mensch, entgegen. Monster. Nein, ich müsste es ja eigentlich sehen, weil die Leiter war ja nicht schwer. Hier, hinter dir. Hinter dir. Tut mir leid. Alles okay. Ich bin nicht runtergefallen oder so, sondern dachte, alles okay. Alles okay, das Spiel ist verwirrend. Ich bin genauso verwirrt wie du. Ja. Okay. Jetzt bleibe ich aber mal auf dem Dach, wo ich mich jetzt bin. Ja, jetzt habe ich keine Muni mehr. Soll ich dir helfen? Nee, ich hatte doch keine Shotgun-Muni mehr. Okay. Weil sonst, wenn ich in Sichtweite bin, helfe ich dir möglichst aus. Ansonsten musst du rumrennen und flüchten. Das Spiel ist aber auch komplett inkompetent, dir zu sagen, wann du keine Muni hast. Du zuckst zwischen den Waffen hin und her. Die sind mal geladen, mal sind sie nicht geladen. Ja.
habe jetzt eine andere Leiter gefunden. Vielleicht bin ich jetzt auf der anderen Seite von etwas. Also bei mir ist kein Monster mehr. Bis jetzt. Moment, mache auf, los. Yay. Da ist eine Tür. Ich habe jetzt die Tür aufgemacht neben diesen ganzen Erdbeerposten. So komisch das klingt. Also da, wo diese ganzen Aquarien und Fischbehälter sind. Komm mal nochmal zurück. Hier, die Tür ist irgendwie nicht auf. Hier, wo ich stehe. Hier ist sie auf. Hier, ach so. Ja, die muss ich noch aufmachen. So. Aber irgendwie ist jetzt auch gerade Übertragungsfehler. Du zuckst ein bisschen bei mir. Vielleicht überfordert wegen Übertragung oder so? Wegen Aufzeichnung? Hier, in die Tür rein. Warum ich hier deine Hilfe wieder brauche? Keine Ahnung. Wegen Treten? Ich hab ihn. Okay, dann endlich zurück hier. Das sind die Toiletten. Ja, die haben nicht so eine Lokusse wie wir. Ich wollte es nur mal gesagt. Gott, ist das ein nerviges Level hier. Aber wie Helena schon sagte, das ist mal was anderes. Ja, schönen Dank auch. Hast du dich nicht gefreut drüber, Lena? Ah! Ja, ich komme. Na lecker. Heute gibt's Blutwurst. Alles sicher aus. Gute Arbeit. Schnell. Nicht, dass wir Simmons verpassen. Danke für die Hilfe. Wir wollen ja nicht Simmons verpassen. Heute gibt es Blutwurst à la Chinese. Gott, ich hasse so eine Level, die verwirrend sind und Stress machen ohne richtigen Grund. Und dann diese schlechte Steuerung. Simmons. Das ist doch nicht Simmons, das ist Ada. Rotkäppchen. Folgen wir ihr. Ist das eine gute Idee? Das ist die, die meine Schwester getötet hat. Das ist die, die wir im Film gesehen haben, dass er einer von diesen komischen Mutanten-Zombie-Klonen ist. Ja. Und die uns ja bei der Schwester, bei dem Schwester-Mutanten unterstützt hat. Ada! Batman! Ich will auch so eine Pistole. So ein Enterhaken-Pistole ist doch voll cool. Ja, wenn ich aus dem Gespräch raus will, ich muss weg und dann. Wir müssen einen anderen Weg finden. So schnell verschlossen? Das ist ja interessant. Und warum macht die Kamera gerade bei mir so einen spastischen Dreher? Das ist Adas Show. Ihr Sexappeal hat sogar die Kamera zum verrückt werden. Genau. Ihr Sexappeal behindert deine Sprache. Was für ein Klischee. Ist das richtig? Das ist direkt am Markt. Was für ein Klischee wieder ein. Nehmen wir den Aufzug, schnell! Oh mein Gott! Was sollte ich denn jetzt machen? Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ist das jetzt ein Quicktime-Event oder was? Das war ein Quicktime-Event.
Jetzt noch. Ada, mach uns den Tag nicht schwer. Was denn jetzt? Hä? Ich muss wieder mal ein bisschen Heilung. Was machst du, Leon? Ich versuche hier die Leuchten hier kaputt zu machen, damit wir da durchkommen. So. Wir nehmen die Treppe. Sind wir jetzt zu spät, weil wir die Treppe nicht erwischt haben, oder was? Wo bist du denn? Ach, da. Jetzt ist hier so eine komische Standkamera, warum auch immer. Ich glaube, weil das den Originalcharme von Resident Evil irgendwie einfangen soll. Aha. Ist so random. Das hat mich auch gerade sehr verwirrt. Ist gerade ist so random. Random. Random Evil. Verwirrt Evil. Oh, viele Kisten. Es ist wirklich. Heilungsspray. Mhm. Wollen wir uns heilen? Ja. Wie geht denn das nochmal hier? Du musst in R gehen, dann wie war das? Nein. R. Wie geht denn das nochmal mit Gegenstandsslot? Das ist ja. Ach egal, hier, jetzt ruhig hier. Das Heilspray, als Erste-Hilfe-Spray habe ich. Nein, nicht. Das ist so doof, weißt du, wenn du das schon mal gelernt hast, aber dann. Ich habe ein Erste-Hilfe-Spray. Aber warte mal. Nee. Ich hab keinen. Ich guck jetzt nochmal in den Steuerungen hier rein. So, vorwärts, rückwärts, links bewegen, bla bla bla. Aktion, Leertaste, Waffe, angreifen, nachladen. Gangster, Standslot. Du hast es schon mal. Heilungstablette 1. Aha. Nächste Waffe alt. Nächster Gegenstand. Umschalt. F. Aha. F drücken. Okay, warte mal, ich heile uns mal. Bleib mal hier, bitte. Leon! Ich versuche gerade zu stehen. Du rennst wie ein Murmeltier hin und her. Au! Mach's mal. Ich bin sauer hier. Achso. Auf der anderen Seite ist nochmal so ein Knopf. Achso. So. Ja, ist bestimmt als Einzelner. Wenn du als Einzelner da ankommst, brauchst du sehr lange Arme. Was ist das hier? Keine Ahnung, aber es gefällt mir nicht. Es gefällt ihm nicht, was gehört. Was gefällt dir denn? Es gehört. Mensch, Leon, was gefällt dir überhaupt? Oh, da ist ein Typ. Ja? Und warum kann ich jetzt keine Waffe wechseln? Weil das so sein soll. Aber da ist noch. Kiste. Es riecht hier nach Rauskampf. Ja, aber warum kann ich meine Waffe jetzt nicht? Warum kann ich gar nichts machen mehr hier? Du kannst rumgehen und aufsammeln. Ich kann aber auch nicht wechseln, nur dass du es weißt. Ach so. Ich glaube, das dient der Dramaturgie. In Momenten wie diesen, wo du in einem Raum voller Röhren, voller Klone bist, kurz vor dem Bosskampf stehst. Ich schätze mal, wir müssen jetzt beobachten, wie die. Oh, Staubsaugerroboter! Müssen wir den jetzt ausweichen oder was?
kaputt, was ist? Und auch hinter dir. Was geht in Ihrem Kopf vor? Ich frage Sie, sobald wir Sie haben. Liam, Helena, bitte kommen. Ich versuche Ihnen das Schloss aufzumachen, aber es ist gut gesichert. Ich werde es weiterhacken, aber versuchen Sie es manuell zu gehen. Das ist doch, total bescheuert, ja. Ich bin nur gerade von dem Spiel und seinen Regeln komplett verwirrt. Ich glaube, wir müssen einfach so lange aushalten, wie geht. Das nervt aber total. Das macht keinen Spaß. Das ist total unwitzig. Das ist wie, als wenn deine Staubsaugerroboter zum Leben kommt. Ja, und dein Fuß einsaugen hier mit ihren. Und du musst gegen sie kämpfen. Da. Was? Jemand möchte nicht, dass wir Ada kriegen. Vielleicht arbeitet sie nicht allein. Was ist hier los zur Hölle? Noch mehr. Das ist total verwirrend. Nervig und verwirrend. Oh, da, die stehen jetzt eine. Ja. Total verwirrend hier alle Tiere. Ja. So, warum sagt das, wir sollen jetzt dahin, wenn ich dir da nichts machen kann? Hier habe ich gerade eine Luke aufgemacht. Ja. Stehen bleiben! Hä? Was für eine. War ich das? Was für eine taffe kleine Lady. Ach, da hinten ist sie. Kaboom! Hat Spaß gemacht. Auf. Ada! Warum müssen wir ihr hinterher rennen? Verstehe ich. Was? Ada! Ja, ich. Was ist denn mit meiner Steuerung los? Ja, ich verstehe die Steuerung. Brauchst du jetzt meine Hilfe? Nein, aber ich konnte mich gerade nicht umdrehen, um zu dir zu laufen. Das war das Problem. Und ich habe gerade gehustet, weil ich voll in die Gaswolke reingegangen bin. Das Spiel ist ja total verbuggt hier. Was ist denn hier los? Also an meiner Maus lag's nicht. Chris? Ist das Chris? Vielleicht? Ja, das ist Chris. Kann ich bei dem Spiel auch selbst was machen? Du kannst rumrennen. Außer rumrennen und Quicktime-Events machen? Und Schlüssel suchen. Hi, Chris. Hi. Chris? Chris? Leon! Was machst du hier? Bewegung! Hurry! Nimm die Waffe runter, Chris. Sie ist eine äußerst wichtige Zeugin. Eine Zeugin? Sie steckt doch hinter allem! Nein, tut sie nicht. Es war Simmons, der nationale Sicherheitsberater. Wegen ihr habe ich meine Männer verloren! Ich über 70.000 Menschen! Den Präsidenten eingeschlossen. Alles wegen Simmons. Alles wegen Simmons. Ja. Sie arbeitet für Neo Umbrella. Weißt du, was das bedeutet? Smirk. Ja, ich weiß. Und trotzdem schützt du diese Frau? Richtig. Na gut.
glaube, das Spiel ist so verwirrt, dass es selbst nicht weiß, was es will. Die überlegen gerade, ja, wie macht jetzt? Wie können wir jetzt die Story fortführen, ohne komplett lächerlich zu wirken? Captain! Captain! Huch! Eine Blendgranate. Kriegt er eins voll in die Fresse? Nee. Halt! Verdammt! Trifft keiner von euch! Helena! Er wird sie umbringen! Chris, warte! Chris! Wir beide wollen doch dasselbe. Oh. Steine verkloppen. Gut. Die BSAA übernimmt Ada. Du kümmerst dich um Simmons. Du kümmerst dich um Simmons. Du wirst das Richtige tun. Irgendwann. Ja. Wenn ich das jedes Mal zu jemandem sage, den ich vertraue, dann wäre ich nicht so enttäuscht. Ich vertraue ihm. Okay. Weißt du, Leon. Finden wir Simmons. Sie kümmern sich um Simmons. Ich hau schon mal den nächsten Stein aus dem Weg. Sind wir jetzt endlich diesen kompletten Chaos an Spiel jetzt hier los und können wieder Zombies abknallen? Freut mich mal nicht zu früh. So eine riesige Lagerhalle. Wofür, um hier ein paar Quicktime-Events zu sehen? Ja, stimmt! Fühlt sich alles so ein bisschen wie Lückenfüller an. Verschwendung. So kann ich. Guck mal, neben dir. Warum kann ich hier nicht über die Tonnen einfach springen, um rauszukommen? Das hast du noch nicht in der Ausbildung gehabt. Das sind doch nur blöde Tonnen. Ja, wie gesagt, da brauchst du noch eine Weiterbildung dafür. Unser Ziel ist Simmons. Er war es schon immer. Ich will Simmons. Um Ada kümmern wir uns später. Jetzt geht es einzig und allein um Simmons. Chris, wir brauchen nur das eine. Simmons. Die Kammer hat auch irgendwie ein paar Macken hier. Ich glaube, das ist dramaturgisch halt. Ja, aber das ist verwirrend. Ja, ist es. Vor allem vorhin, als wir da auf diesen Stegen gelaufen sind. Ja. Hey. Wieder ein Punkt, wo ich Resident Evil 5 ja doch mal extra geben muss. Ja, die haben sich so einen Quatsch da nicht geleistet. Meine Schwester. Unerwartet. Huch. Nein! Halt! Agent Birkin. Jetzt. Perfektes Timing. Seien Sie so nett und nehmen Sie die beiden fest, ja? Alle Bösewichte haben anscheinend immer irgendwelche Bowties. Stimmt das? Was? Laufen die herum und reiben es jedem unter die Nase, der zuhört? Antworten Sie! Es dient dem Schutz der Vereinigten Staaten und der globalen Sicherheit. Wie soll die Ermordung des Präsidenten gut für das Land sein? Der Präsident ist tot? Tja, dafür können wir uns bei Leon bedanken. Fahren Sie zur Hölle, Simmons! Beseitigt sie. Nein, aufhören! Und warum hier dieses Matrix-Geräusch? Nein, da können wir noch gebrauchen. Was? Sie müssen vorsichtiger sein. Okay, wie geht's jetzt weiter, du Held? Wer bist du überhaupt? Werden Sie es bis zu dir schaffen? Warum machen wir sie nicht kalt? Weil sie sich um Sherry kümmern müssen. Können wir das beenden? Ich habe Wichtigeres zu tun. Werf doch einfach eine Granate. Geh doch einfach weg. Hier sind Informationen drauf, wie man den C-Virus stoppen kann. Simmons will. Danke. Ich sage MacGuffin, das Spiel. Bewegung! Bewegung! Jetzt, das ist richtig Matrix hier. Die Männer draußen. Weil das cool ist. Wer ist das jetzt? Oh, anonyme Attentäter, no. Ihr habt mich genervt. Sie haben mich.
dich erwischt. Ach, das kenne ich. Das schwillt dann so an auf der einen Hälfte. Das nervt. Einfach Honig drauf. Ich bin verwirrt, Johanna. Ich kenne mich ganz gut aus. Hast du etwa Fragen? Ja, warum geht's hier überhaupt? Das siehst du doch ganz klar und deutlich. Ein Kindergartenkind kennt sich hier noch aus. Wenn es doch spielt. Aha, Oh, ich rieche Quicktime. Wir müssen wahrscheinlich wieder Stangen ausweichen. Oder ist das jetzt hier der Endgegner von unserem Abteil? Du hast aber gerade komisch gebrüllt. Kommen Sie zurück! Er darf nicht entkommen! Kommen Sie zurück! Wird er nicht. Wir beenden das jetzt. Schimmel, ja. Ich hab Sie so vermissen. Erzählen Sie mir von meiner Schwester. So, jetzt rennen wir hier wieder durch einen leeren Waggon. Und kommt jetzt irgendwann hier, oder... Machen wir nur Türen auf. Ach, das sind Gegenstände. Wir kriegen sie, Simmons. Oh, wir kriegen sie, Simmons. Das hat er ganz bestimmt gehört. Und noch ein leerer Waggon. Ah, jetzt müssen wir hier hoch. Oder du. Ja, ich mach. Komm, Leon, hopp mal. So, was zur Hölle war das jetzt? War das jetzt hier Zeitschinden oder was? Ja, realistisch. Das sieht doof aus. Sie werden nur zu dem Monster, das sie immer waren. Sie und alle anderen auf dem Planeten. Was ist das für ein komisches Telefon? Das zahlt die Versicherung aber nicht. Verfolgt mich, während diese Frau frei herumläuft? Welche Frau? Die Verräterin Ada Wong. Wow. Wer weiß, was sie noch vorhat. Ein anderes Team sucht sie. Sie aber, Simmons. Sie gehören uns. Rache nehmen für den Präsidenten. Ist es das? Natürlich. Hat diese Bahn eigentlich keine Station, wo sie immer anhalten müsste? Haben die überhaupt einen Fahrer, der fährt? Ein Desaster verhindern, indem sie ein anderes verursachen? Egal wie viele dabei sterben? Jemand musste ihn stoppen! Er hätte mein Land und die Welt ins Chaos gestürzt. Dieses Weib. Wie kann sie mir das antun? Oh, jetzt... Natürlich hat er Muskeln jetzt. Jetzt ist er ein Tetris. Ein Rubik's Cube ist er geworden. Oder eine von diesen russischen Puppen. Hängen wir ihn ab, solange wir noch können. Okay. Alle beide. Ich erledige sie mit bloßen Händen. Okay. Den hab ich gerade klein gemacht. Shit. Ah, du blockst mich! Oh Mann! Ich glaube, hier komme ich auf. Nach hinten rennen! Keine Ahnung! Halt dich übrigens, ne, wenn du kannst. Ja, der ist irgendwie über uns hier. Okay, vielleicht müssen wir einfach so durchrennen. Zu schnell. Wir müssen von zwei Seiten angreifen. Okay. Das heißt, ich versuche an dem vorbeizukommen oder was? Ah, ja. Jetzt. Leon. Werde sie töten. Leon, helfen Sie mir. Ich glaube, ich komme da drauf.
Nein, ich will nicht hoch! Nein! Was mach ich denn? Na los! Nein! Das hatte ich nicht vor. Wir müssen jetzt Leute wieder nach vorne. Nein, 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 nein! Nicht runter! Bist jetzt nicht runter, oder? Ja, nein. Der ist hinter uns, wir müssen rennen. Okay. Mist. Verschlossen. Da hinten ist er. Jetzt ist er wieder weg. Er ist oben. Wir müssen wieder nach hinten. Ich glaube, einer muss nach oben und dann von hinten angreifen. Mhm. Okay. Das heißt aber, einer von uns bleibt halt da, ne? Ja, ja. Gut. Das heißt, ich drücke jetzt nicht V oder so, sondern renne einfach in ja, die andere Richtung. Ich lenke ihn ab und du... Jetzt ist er wieder bei dir oben. What? Shit! Guck mal, ob ich nach oben kommen kann. Hier lang. Ah. Aber jetzt war er zwischen uns zum Beispiel. Ich glaube, so muss man es machen. Hm. Also ich komme nicht nach oben. Jetzt ist er bei mir hier. Wandelt er sich wieder? Okay, renn mal auf die andere Seite oder so. Okay, ich mach das. Wenn du an die vorbeikommst? Ah, jetzt musst du wieder weg. Probier's. Ja. Das hat nicht geklappt. Ist er wieder oben? Ist er wieder oben, der Arsch. Hä? Warum bin ich jetzt? Einmal angeballert. Warum bin ich jetzt oben? Leon! Hä? Leon, alles okay? Nein, der hat dich gerade. Der hat dich gerade rübergeschmissen. Runter vom Frag ich, während du fliegst. Ich glaube, ich mag das Spiel nicht. Was passiert hier? Was so eine Spritze ausmachen kann? Jetzt weiß ich, warum es Impfgegner gibt. Jetzt ballert er auf uns, oder was? Ja. Jetzt müssen wir wegen dem Scheiß aufpassen. Wo ist er denn? Ach, da. Keine Muni mehr, überhaupt nichts mehr. Jetzt bist du aus dem Spiel raus. Ah, jetzt.
Bist du wieder da? Ja, ja. Aber du stehst jetzt so da. Bei mir läuft das irgendwie noch. Ui! Du hast das Spiel verlassen, steht da. Das Monster tut grad nichts mehr. Der, komm zurück! Aber bei mir tut es noch. Was ist denn los? Ich weiß nicht. Das Spiel ist total scheiße gerade. Jetzt klettern die zwei wieder auf den Zug bei mir. Ich glaube, jetzt bin ich tot. Ja. Und jetzt wird das Monster von einem anderen Zug erfasst. Lebt aber noch ganz gut. Hm. Also ich bin jetzt tot. Ich nicht. Bin ich bei dir jetzt noch im Spiel drin, oder? Du bist quasi bei mir als KI drin, ja. Hm. Und jetzt wird das Monster wieder von einer Bahn erfasst. Und jetzt ist er wieder Tony Stark. Merkwürdig. Ich kann es nicht beweisen, aber ich beschreibe einfach, was ich sehe. Ja, komisch ist, dass er bei dir das Spiel weitermacht. Ja. Ja, bei mir ist angezeigt worden, Starhawk hat das Spiel verlassen. Ja, und bei mir, dass du das Spiel verlassen hast. Das wird schon weiterlaufen. Was? Der verwandelt sich schon wieder. Jetzt wird er verschattet gefahren. Anscheinend die Filmsequenz, die vor Abschluss des Kapitels gespielt wird oder so. Ich bin schon wieder tot. Das ist komisch, als wenn wir zwei unterschiedliche Spiele spielen. Oh, warte mal. Jetzt ist wieder aktives Spiel. Aber ich warte mal kurz. Verwirrt, was ich machen soll. Was passiert jetzt bei dir? Ich bin jetzt bei der Sequenz, wo er die ganze Zeit hier ballert. Ja. Ich bin schon draußen aus der Sequenz. Ich warte mal auf dich, bevor ich irgendwo hinlaufe. Jetzt rammt er sich in das, den Waggon rein. Ich geh mal auf die Tür. Okay. Jetzt bin ich auf dem Dach. Nicht. Was passiert, Billy? Baby.
Jetzt verwandelt er sich schon wieder. Stabilität zurückerlangen. Ja, ja. Kopfschuss. Ist das schlecht. Jetzt kommt sie aus dem Wasser raus. Super. Echo Team an HQ, bitte komm. So, jetzt bin ich hier an diesem Zielort. Ich schließe mal das Spiel hier. Und dann mal gucken, ob ich dich wieder reinkriege. Okay? Bist noch da? Ja. Ja, ja, ja. So. Also du bist jetzt am neuen Speicherpunkt angekommen, oder? Ich bin jetzt aus dem Wasser rausgekommen. Ich hoffe, dass... Und steht da Leon und stehen da die zwei rum und stöhnen vor Erschöpfung? Ja. Ja, gut. Weil ich bin auch an dem Punkt. Das heißt, ist es sicherer, wenn wir ab da sozusagen weitermachen. Also erst Spiel verlassen und dann hier weitermachen. So, höre ich mal auf hier. Moment. So. Aber frag nicht, wie das jetzt gekommen ist. Ich schätze mal, Internet ist kurz abgebrochen und da konnten sie es nicht wieder aufbauen. Kannst du mir nochmal die Einladung schicken, bitte? Irgendwie hast du mich nur ins Hauptmenü rein verschlagen. So, ich mach mal schnell die Aquarienlichter aus. Der Beitritt zur Spielsitzung ist fehlgeschlagen. Ich guck mal, ob es an mir liegt. Obwohl, dann könnte ich ja nicht mit dir reden. Okay. Ich lade dich nochmal ein. Ja, es heißt halt immer, Beitritt zur Spielsitzung ist fehlgeschlagen. Wird gesucht. Jetzt bist du da. Ah, jetzt. Ja. Jetzt. Das Internet war bei mir okay. Sonst wäre die Sprachverbindung. So, jetzt bin ich gespannt. Wir haben die Stadt gerettet, Leon! Yay! Wir haben eine ganze Infrastruktur kaputt gemacht. Und wenn dann dieses Marktviertel da von den Monstern da angegriffen wurde, sind denn nicht mehrere Chinesen auch davon betroffen? Was ist das Märkische Viertel? Nein, die Chinesen wurden doch da auf dem Markt von irgendwelchen Zombies oder was das waren angegriffen. Ach, Markt! Ich hab Markt irgendwie verstanden. Ja. Ist es vorbei? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir haben getan, was wir konnten. Gehen wir. Das Spiel geht weiter. Und denk dran, das ist nur Leon. Wir haben hier noch Chris und... Ja, ja. Ich weiß. Das war ich immer bei einmal Runde rennen nach dem Bundesjugendspielen. Echt, die zwingen uns hier zu latschen, nur um eine weitere Zwischensequenz auszulösen? Ja. Oh mein Gott. Die wenigen Überlebenden dieser Stadt machen sich auf die Socken. Leon, was haben wir getan? Alles, was wir konnten.
Ist es vorbei? Er sagt ja. Also ist es vorbei. Aha. Leon, wir haben ein Problem. Sherry und ihr Begleiter wurden entführt. Ach was. Der Satellit ordnet sie bei einem Unterwasserölfeld, etwa 80 Meilen von ihnen. Entführt? Warum? Die Daten, die sie uns gegeben hat. Ach ja. Moment mal. Warum wackelt die Kamera so blöde? Der Schlüssel, um den C-Virus zu stoppen. Realismus! Hannigan, können Sie prüfen, ob sich BSAA-Einheiten in der Nähe des Ölfelds befinden? Einen Augenblick. Hä? Was ist das? Okay, ich habe einen Chris Redfield dran. Ich stelle sie zum Flugzeug durch. Chris Redfield? Leon, wo bist du? Chris! Wir sind direkt bei Tachi. Warum? Verschwindet von dort! Jetzt löschen wir hier eine komplette Stadt aus, oder was? Ach, was soll's? Es sind nur Chinesen, oder was? Ich wollte chinesisch essen gehen und nicht Chinesen essen gehen. Die Stadt gerettet, oder? Ja, weil ich es sage. Okay. Ende von Kapitel 4. Jetzt kommt noch Kapitel 5, okay. Wollen wir es jetzt hier belassen, oder wollen wir noch ein bisschen weitermachen? Oh, ich glaube, ein bisschen geht noch. Okay. Gott, ist das Spiel chaotisch. Ja, ja. So, jetzt kann man hier zumindest noch ein bisschen Geld reinstecken in das Spiel hier. Oh ja. So, was kann ich denn hier noch kaufen? Auf jeden Fall keine Waffen. Adlerauge, schnelles Nachladen brauche ich nicht, durchschlagen. 28.000, ich habe nur 26.000, weil da ist. Hä? Das kann ich nicht kaufen. Stark im Team. Fertig. Es gibt auch eine Armbrust im Spiel, okay. Woher weißt du das? Weil ich hier geguckt habe. Wo hast du geguckt? Ja, hier in diesem Kaufmenü, Fähigkeiten, Einstandsmenü. Da gibt's. Ach so, da kann man runterscrollen. Ja. Ja. Und da gibt's mehr Munition für die Armbrust. Aber bis jetzt habe ich keine Armbrust entdeckt. Okay. Die muss man wahrscheinlich im Spiel finden. Ich bin übrigens fertig. Ich auch, aber ich muss hier irgendwie den Timer abwarten. Ich kann nicht weitermachen. Vielleicht mit Escape? Nee. Jetzt?
Hast du was gemacht? Ja. Zweimal Escape. So geht das. Schon wieder in einem Flugzeug. Schon wieder. Alles klar. Chris. Aber es sieht schlecht aus. Sehr schlecht. Jetzt habe ich fast gehofft, dass da der Wilhelm Tell-Schrei kommt. Ja, das war er. Du musst zwei Inseln aus einem Unterwasserölfeld retten. Agent Sherry Birkin und Jake Mueller. Wesker? Chris, er hat Antikörper für das C-Virus. Verstanden. Ich werde es tun. Tranquilizer. Gut, danke. Leon, warte. Ich muss dir noch etwas sagen. Ich liebe dich. Ada Wong ist tot. Was? Oh nein. Ada! Ada ist tot. Meine einzige Frau, die mein Dingelwutzi in sich reinstecken hätte wollen. Sie ist tot, nein. Was? Finden wir die Überlebenden und dann nichts wie weg hier. Welche Überlebenden? Wir haben etwa gequatscht haben, weil es die halbe Stadt massakriert. Und wie sollen wir die Lebenden finden? Hey, was zur Hölle machen Sie beide da? Wir müssen evakuieren, los! Wir haben Spuren des C-Virus im Gas festgestellt. Wir müssen dem Gas entkommen. Wir wollen dort nach Evakuierten suchen. Moment. Nach. Im Gasfeld. Wir wollen helfen. Kann ich den Helm haben? Ja. Und wie sollen wir helfen? Tja. Sollen wir jetzt... Dann los. Sollen wir die jetzt... Klar, keine Sorge. Schießen! Sie dürfen nicht entkommen! HQ und Echo, folgen Sie uns. Wir machen einen Umweg zum Turm. Hier drüben! Leon? Was? Inktober? Ich verstehe das Spiel gerade nicht. Aber ich verstehe das Spiel die ganze Zeit jetzt nicht mehr. Wo ist das einfache normale Zombie-Abballern hin? Hey, idiot! Have you heard of carbon monoxide? It's odorless and harmless. The wife or no one even hit her. Jedi. So, wo müssen wir jetzt hin, ohne dass wir von diesem Zeug erwischt werden? Gleich rechts rein hier. Ja, ich bin schon dabei. Ich hab gelernt. Okay, wie ist das da draußen? Wie ist es da draußen? Ganz gut. Die Kacke ist in einem Schuhladen mit Munition. Die Kacke ist ganz schön am Dampfen, hast du gehört? Durch dich eigentlich. Oh, Gas kommt rein, schnell weg hier. Ja. Schade, da war noch eine Kiste zum Kaputtmachen. Oh nein! Der rennt vor. Yep. Verdammt! Moment, ich mach auf! Mach hinne! Keine Zeit! Wir müssen los! Oh, es geht rein! Hey, los! Halt! Zurück! Wieso zurück? So. Wo ist das Auto? Soldat, wir lassen dich liegen, weil du würdest uns eh noch aufhalten. Das hättest du selber auch wissen.
Kamera mitspielt hier. Nicht umdrehen! Weg hier! Der arme Kerl. Wir sollten einen Fanart ihm zu Ehren machen. Okay. Festhalten! Er ist für uns gestorben, die. Wo sie nicht mal wissen, wer wir überhaupt sind. Die Asche von der Rakete. Kaffee mit Kolumbien. Ja. Und jetzt. Genießt die Fahrt einfach mal. Resident Evil Simulator. Aber Echo-Team ist noch da. Sie brauchen uns. Ich kann keine Waffe ziehen. Ich auch nicht. Wir müssen das ertragen. Verdammt. So, warum hätten. Und warum sind wir nicht in einen Wagen eingestiegen, wo wir da standen? Da standen auch zwei Wagen. Warum mussten wir unser Leben aufs Spiel setzen und einfach durch die Stadt rennen? Ich glaube, das müsstest du nächstes Mal bei Human Resources lernen. Wir müssen los. In der BSA. Ich hab dich ab! Na, gefällt dir die Fahrt? Eine Seefahrt? Nee, passt nicht. Ein Hoch auf unser Busfahrer passt auch nicht. Was können wir denn singen? Ah, ich hab's, wir spielen ein Spiel. Jedes Mal, wenn du ein rotes Auto siehst. Ja. Oder ein Zombie, denn sagen wir, da ist ein Zombie, da ist ein Zombie, da ist ein Zombie, da ist ein Zombie, da ist ein Zombie. Mist. Da ist ein Zombie. 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 Da ist einer, da ist einer und da ist einer. Da ist ein Zombie, ich hab gewonnen. Da ist einer, da ist einer. Da ist ein Zombie. Da ist noch ein Zombie. Da auch noch einer. Noch einer. Da einer. Und da einer. So. Wow, macht das Spaß. Wir könnten einen Wettbewerb draus machen. Ich zähle die Weibchen und du die Männchen. Und wer mehr zählt, hat gewonnen. Der Turm ist gleich davor. Machen Sie beide weiter. Aha. Mit dem, was wir gerade gemacht haben. Vielen Dank. So, und warum weiß er jetzt, dass hier kein Gas hinkommt? Passen Sie auf sich auf. Das hat er im Urin oder so. Echo-Team, kommen! Ist jemand da? Das Gas bleibt auch genau da stehen. Schnell, komm hier, hier, auf hier. Okay, lass mich doch mal ein bisschen Spaß. Nee, wir spielen Resident Evil 6, man hat hier keinen Spaß. Man fährt hier nur durch die Gegend. Oh, Entschuldigung, bitte. So, was haben wir? Das ist alles irgendwie so lückenfüllerhaft hier. Ja. Oh nein, der will nicht durchlassen. Also manchmal ist alles andere gefährlich als die Zombies hier in dem Spiel. Ja, stimmt. Ich bin ja bei einer Spielrunde ja mal ausschließlich zu Tode gekommen über Verkehrsmittel, nicht über Zombie. Kanonen. Die brauche ich, weil da sind böse Menschen, die in Zombies verwandelt wurden. Na los, ich helfe ihnen. Na, das würde ich auch erwarten, du machst es ja auch die ganze Zeit. Und jetzt? Jetzt muss ich fallen und du schleppst mich oder was? Oder wir müssen die ganzen Cutscenen hier abwarten. Ey, der ist ja gar nicht tot. Wahrscheinlich, aber ja, aber es gibt doch sowas wie ein Klon von dir. Wie, jetzt kannst du doch alleine? Ich dachte, sie wäre tot. Aber ey, der hilft uns doch. Leon,
Leon, ich komme. Leon, hören Sie mich. Guck mal, du kannst meinen Arsch jetzt angucken, wenn ich lese. Ich fürchte, es wird alles noch schlimmer. Oh ja. Dupdi-lum-di-dupdi-dum. Ha! Ha! Wow! Incredible. Oh. Tote Mensch. Ist auch Henry hier? Ich habe bis jetzt keinen gesehen. Die liegen nur alle rum. So, toll. Ich konnte jetzt hier den armen Typen angucken. Und weiter? Ich glaube, du musst es erstmal seinen Puls fühlen. Ich glaube, da ist ein Zombie. Die Stelle kommt mir aber sehr bekannt vor. Da waren wir doch ganz... Da habe ich doch... Das habe ich doch erst durchspielen müssen quasi, bevor ich mit dir in Koop gehen konnte. Hab wieder so ein Ding gefunden hier. Das ist schön für dich. Die Kamera spielt auch wieder nicht wirklich mit. Nee. Oh, Emblem. Hab ich schon, hab ich schon kaputt gemacht. Achso, habe ich nicht mitbekommen. Du hast aber toll die Tür aufgemacht. Ja. Spielt überhaupt nicht mit hier. Total. Musst du gerade nachladen. Nee. Warum wackelt denn das ganze Gebäude? Naja, wir sind ja auf dem asiatischen Festland, da kann es vielleicht zu Erdbeben kommen. So. Ja, das war doch nur eine Explosion. So, was jetzt hier? Ja, die Stelle kenne ich doch schon. Tatsache, ist genau da, wo es gestartet hat. Müssen wir das jetzt alles nochmal machen, oder was? Kommen wir hier zum Turm? Zu zweit halt. Ja, gehen Sie einfach geradeaus weiter. Einfach geradeaus weiter, okay. Leon. Und schon wieder eine Explosion. Wahrscheinlich schon wieder ein Quicktime. Ja. Einfach nach vorne rennen hier irgendwie. Ups. Hello, no! Ich hasse echt so eine Spiele, wo man die ganze Zeit sowas hat. Das ist kein Spiel. Das ist irgendwie. Oder dass du nicht weißt, wo hört die Cutscene auf und wo fängt das Gameplay wieder an. Ja. Zum Beispiel hier eben. Weg! Weg. Ich will gar nicht wissen, wie schlecht das wird, wenn du mit einer KI spielst. Das wusste ich ja. Das war gerade völlig unnötig vom Spiel. Dafür bin ich gestorben. Ja, einsteigen! Das war jetzt ein bisschen unvorhersehbar.
müssen wir jetzt ganz von vorne haben. Okay, das schaffen wir ja jetzt locker, aber das mit dem Auto war schon ein bisschen plötzlich. Vielleicht muss ich ein bisschen warten. Du musst einfach nach vorne rennen, oder nicht? Ja, hier schon, aber ich meine, ja, das habe ich vorhin auch getan. Das erinnert mich übrigens an das Schluchtlevel von König der Löwen. Hierher! Einsteigen! So. Jetzt bist du! Das Problem ist, entweder blockiere ich dich oder du mich. Aha. Jetzt bin ich gerade hochgegangen und da stand der Militärfuzzi und ich kam an dem nicht vorbei. Das Spiel. Ich weiß nicht, wir sind ja so schnell hingekommen, wie wir konnten. Ich frag mich, ob wir warten müssen. Ein paar Sekunden. Glaube ich nicht, sonst kommen wir ja gar nicht durch. Das Ding liegt ja dann da drauf. Mit Leertaste auch noch. Du musst mit Leertaste rennen. Ach so. Hat doch aber auch gerade gut ohne geklappt. Ja, bis dahin ja, aber. Mist. Der hängt an dir. Ja, der hängt Henry. Gut, dass es diesmal geklappt hat, Leon. Was zum? Jetzt darfst du wieder was steuern. Ja. Mensch, Leon. Höher, tiefer. Links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links. Tiefer. Was ist da los? Schneller. Hoch, schneller. Links, rechts. Oh ja. Haley macht es nicht mehr lang. Ich glaube, der Typ wird gleich ein Zombie hier. Haley, das ist mein Spitzname. Rette ihn. Ah, oder doch nicht. Den kümmere ich mich gerade. I regret nothing! Der fliegt aber auf eine andere Weise. Mist! Mist! Das war sein letztes Wort. Ertrunken in die Zombies-Squad. So viel Glück könnten auch keine Menschen haben, wie die es hier haben. Mhm. Also, das... Noch nicht mal einer von den Splittern erwischt die. Ja, super. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ja. Wieder Leertaste hier, oder? In Resident Evil 5 waren wir vor allem afrikanischen Zombies gegenüber gestanden, jetzt sind es Asiaten. Ja. Sind Kisten. Und denkt dran, das Spiel ist von Japanern gemacht worden, also. Ja, nicht, dass die Ärger bekommen haben hier. Japaner und Chinesen sind sicher nicht ganz grün, ne? Richtig. Deswegen ist das hier schon ein bisschen kritisch in meinen Augen. Das ist ein sozialkritisches Spiel. Noch mehr Tote. Was für ein Wunder. Und ein Obelisk. Irgendwas ist hier faul. Hm.
Du. Weißt du, was mich gerade dieses Ding erinnert? Lass mich raten, Leon. Ja. Ich will es nicht aussprechen. Ich will es nicht schon wieder hören. Leon, hör auf vom Brechen. Immer von deiner Morgenlatte zu reden, das kann ich nicht mehr hören. Aber so viele Zombies abknallen, das hat meine Libido stimuliert. Ich glaube, das ist jetzt wieder ein Endgegnerkampf hier. Ja. Ja, der ist tot. Sprich doch mit ihm! Der lebt ja immer noch. Nicht genug? Wer denn? Was? Nein! Wie kannst du Scheiße eigentlich noch nehmen? Ada! Feige Verrat! Sie haben... Das sieht aus wie ein Schuss Putze. Ach nee, nicht schon wieder. Show your tongue! Ja, oh, jo, was? Ich hoffe, Sie haben Freunde im Jenseits. Hier wird Sie niemand vermissen. Oha. Naja, ich weiß ja nicht. Meine Maus! Er ist riesig! Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er wieder Tony Stark. Das kann nicht sein. Da habe ich keine Muni. Hä? Chris! Einsteigen. Ah, ich sehe schon. Wir müssen auf das Auge. Jetzt müssen wir wieder die roten Stellen abballern. Jawohl. Ist doch ganz einfach. Hä? Hat er uns schon? Ich hatte ja da noch gar keine Chance zu ballern. Ich hab nur ein bisschen ballern können. Oh Mann. Es wäre lustig, wenn wir beide geschrien hätten. Hallo da, Leon! Wie nüchtern der das sagt. Was zur Hölle ist denn das? Einsteigen. Los. Kein Problem, das sehe ich jeden Tag. Meine Schwiegermutter. Schneller! Ich mach so schnell ich kann! Wie, hat er uns schon wieder? Nee. Der Fahrrad ist drauf. Ja, man muss ihn echt loben. Sind wir jetzt tot? Hat er uns oder was? Nein. Oh nee. Der arme Fahrer, der war so gut. Der war echt gut. Jetzt ist er wohl wild. Ich hab gar keine Munition. Konzentration, ich hab ein bisschen was. Renn mal ein bisschen rum, vielleicht findest du was.
Ich kann aber auch nichts aufheben, das verstehe ich auch nicht. Das ist so ein T-Rex-Verschnitt. Wir müssen den wahrscheinlich treffen, oder? Ah, ich habe keine Muni zum Aufheben. Ah. Ach du Gott, was ist denn da los? Ach, da liegen noch kleinere Fässer rum. Wenn das Ding hierher kommt, muss ich vielleicht mal drauf ballern. Und da sind noch Kisten, die da rumstehen, hier und da. Ich trete mal ein paar kaputt. Einmal geschossen, jetzt ist er tot, oder? Okay. Das wäre jetzt aufs Auge. Ja, warum hast du es auf einmal wieder Munition? Ich verstehe es auch nicht. Ich versuche die ganze Zeit was aufzuheben, aber kann es nicht aufheben. Und jetzt auf einmal konnte ich wieder was aufheben. Ich glaube, das sind echt Bugs. Sie fliegt aufs Dach. Ja und? Lass sie doch. Musst du das Video angucken, dann siehst du das. Irgendwie stimmt da was nicht. Da liegt echt Munition und ich kann es nicht aufheben. Ach so, meinst du jetzt, dass dann so ein durchgestrichenes Schild da was drüber liegt? Ja. Das ist bei mir auch der Fall. Aber an zu wenig Platz im Inventar kann es nicht liegen, oder? Nee, macht ja auch gar keinen Sinn. Meine ganze Muni ist ja leer. Ja, also bei mir ist das Problem auch, nur dass du es weißt. Jetzt sind wir in einem Fahrstuhl. Ja. Was ist mit dem Typen? Geht. Lebt der noch? Gut, dass noch Häuser stehen. Ja, wir wollten doch eigentlich auf das Auge ballern, oder? Und warum sind wir jetzt in einem Fahrstuhl, wenn der Wolkenkratzer hier in Flammen steht und explodiert? Und jetzt quatschen wir über Ada und dass er in sie verliebt ist. Wow, das wundert mich überhaupt nicht. Yeah. Zum Glück sind wir irgendwo gelandet. Das hätte böse ausgehen können. So, und jetzt? Müssen wir klettern, oder was? Anscheinend. Ach. Gucken Sie lieber nicht runter. Hatte ich nicht vor. Ich weiß nicht, müssen wir irgendwie gleichzeitig drücken oder so? Ich weiß nicht. Ah, nee. Lass dich nicht ablenken von dem Gerümpel da hinten. Nee. Ich will dir nur nicht, dich hier zum Abstürzen hier bringen. Ist okay, ich versuche so schnell zu sein wie möglich, dass ich dich nicht hier. Mach mal links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Danke. Und wer ist das da hinten?
Peter gegen Tony Stark. Ich würde helfen, wenn ich meine Hand frei hätte. Ist das echt Ada? Je schneller sie klettern, desto mehr können sie das. Rote Jacke, das ist sie. Ja, guckst du. Bin mir noch nicht sicher, ob jetzt Klon oder das Original oder auch ein Klon. Die ist unten. Schnell! Was sollen wir jetzt von hier aus machen? Sollen wir da auf den ballern oder was? Ja. Okay. Genug geklettert. Erledigt, Simmons. Oh, Zombies. Ja. Was machen die denn hier oben? Über Ada ist auch einer. Okay, jetzt habe ich auch keine Muni mehr. Müssen wir hier irgendwo hin oder was? Ah, jetzt habe ich wieder was. Ich kann echt nichts machen. Ich auch nicht. Vielleicht müssen wir ein bisschen warten. Wir können auch nicht weg von hier. Irgendwo runter, irgendwo rauf? Nee, auch nicht. Nein. Wir hätten noch weiter nach oben klettern können, denke ich. Nee, das war ja diese Quicktime. Ja, ja. Was ist das für ein Scheiß? Ach, jetzt passt. Das Spiel nervt. Das weiß nicht, was es will. Los, Leon. Beeilung. Ja, beeil dich mal. Ich bin vor dir. Ich muss mich beeilen. Warum sagt das Spiel an, dass wir nach oben müssen, wenn wir eh nach oben müssen? Toll, jetzt sind wir wieder ein Stück nach unten geraten. Sorry. Meter. War ich wieder zu schnell? Los? Vielleicht. Ich sehe Kräuter. Hey. Ich sehe grüne Feen. Oh! Ada, hören Sie mich! Bist du schon oben? Ja. Hä? Warum ist er denn jetzt schon bei mir? Ada! Ada! Hat er gerade gepfurzt? Genug Gas hier in der Stadt. Hören Sie mich? Die traurige Musik. Wird es nicht enden? Nein. Das sind Akkuschränke mit Munition drin. Komm, ihr Liebling. Wir bleiben für immer zusammen. Aber nicht mit mir. Was muss ich denn machen hier? Ich glaube, du musst auf ihn schießen. Ah, ich habe kaum noch Muni. Ich hab was. Stehen Sie das durch. Wir beide schaffen es. Ich habe nur die Augen entspannt. Einschlafen bei der Ja, ja. Soll ich dem denn ausweichen? Zombies. Was noch? Ja.
Ach, jetzt bist du auch da. Leon! Aua! Au! Wollen Sie leben? Dann betteln Sie um Ihr Leben. Ich passe. Ich passe. Ich bettel nicht. Ich hab, man kriegt nicht immer, was man will, Simmons. Nein! Nein! Machen wir Schluss. Man muss immer nach vorn blicken, Simmons. Was? Soll jetzt Feuer ihn aufhalten, oder was? Ja, steck mal die Waffe weg. Der dachte sich wahrscheinlich, wir hätten ihn lange ins Feuer stoßen können. Stattdessen haben wir Munition verschwendet. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss jetzt los. Auf dem Dach finden Sie mein Abschiedsgeschenk. Wir sehen uns wieder, Leon. Hä? Ada! Ada! Ich hab einen Boner! Worauf warten Sie? Ach, gehen Sie ihr nach. Ja. Na, wir bleiben zusammen. Oi. Oh. Jetzt kommt also ich bin schon schöner als Sie. Findest du? Du hast gerade gesagt, du bleibst bei mir. Immer diese Frauen und ihre Dramakisten hier. Ja. Da ist unser Rückflugticket. Wenn wir es erreichen können. Ich weiß nicht, dass bei mir alles weiß. Ja. Kommt er wieder oder was? Und warum verwandeln sich die Zombies hier alle in Rubik Cubes? Weil, Resident Evil. Nein, der ist noch da! Gib wohl niemals auf, oder? Genug ist genug. Endlich kriegen Sie, was Ihnen zusteht, Simmons! Sie ist noch ein Plätzchen in der Hölle frei! Das ist ja schön, aber ich brauche nur dazu. Das sind Kisten. Ah, geil, geil. Danke. Das wäre ein Ausgang! Ist er jetzt? Fressen die ihn? Ja. Jetzt, los! Was haben wir denn gemacht? Ich habe ihn ein bisschen Bauch geschossen. Ich habe eigentlich seinen Kopf treffen wollen. Und anscheinend schwuppdiwupp war das
Das Geheimnis. Du darfst es ja. Dachten wir letztes Mal auch. Ich später küssen zur Belohnung. Ah, Kisten. Yeah. Weil ich so klug bin am Sein. Wo müssen wir denn jetzt hier hin, hier? Ja, finde das mal raus. Das ist das ganze Zeit in diesem Spiel hier irgendwie. Also so langsam vermisse ich so ein Schlauchsystem. Ah, hier unten. Aber hier ist ein neuer Raum. Nee, da sind. Ich glaube, der kommt hier gleich wieder. Wieder Muni, die ich nicht aufheben kann. Ich kann sie. Munition Kaliber 10, Schrot kann ich auch nicht aufheben. Obwohl ich eine Schrotflinte habe. Was mache ich denn? Noch mehr Kisten. Yay. Kann ich hier was aufheben? Nee, auch nicht. Frag nicht. Hier kann man hoch. Das hier muss ich schieben? Oder so? Nee, ich muss dich wieder hochschmeißen. Hoch mit ihnen! Ach so! Hoch mit ihnen! Oh mein Gott. Ach du Scheiße, was ist denn aus dem geworden? Der läuft jetzt so verdächtig rot an manchen Stellen. Alles okay. Und der ist eine Fliege geworden. Ja! Er ist zu Jeff Goldblums Fliege geworden. Mach eine Fliege, du Fliege! Du musst irgendeinen Hebel finden. Ja. Ich muss erst ein paar Zombies umnieten. Keinerlei Muni, was soll ich denn hier machen? Ich bin auf dem Weg. Scheiße, Zombies! Ich kann dir leider keine Hilfe hier anbieten. Ich kann nur zugucken. Und was die Fliege da macht. Okay. Ich kann nirgendwo rauf, ich kann überhaupt nichts. Dieser Kackfliege. Ich habe eine gute Idee, was wir brauchen. Was denn? Eine große Fliegenklatsche. Helena, was ist los? Moment, ich komme aber nicht darum. Wow. Ja. Ich fühle mich jetzt wie eine Spinne, die ihr Opfer in Großformat sieht. Wow. Besser als Wasser, oder? Ja. Ich meine, ich finde das Design sogar schön von der irgendwo. Scheiß
Scheiße, keine Boni! Aber ich hab, Ich kann nur im Kreis mich bewegen. Mehr kann ich nicht machen! Ich glaube, ich bin tot. Ich hab rausfinden wollen, wie ich die Brandgranate auswählen kann. Weil ich keine Muni mehr hatte. Alles okay. Das ist jedes Mal so scheiße, da Gegenstände rauszuholen. Was? Müssen das nochmal? Ja. Warum kann ich keine Muni aufheben? Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Ich habe doch so viele Waffen. Wieso kann ich für die Hälfte von denen mindestens nichts aufheben? Ich habe nur 19 Schuss für meine Shotgun. Hoch mit ihnen! Wie gesagt, das ist alles scheiße. Aber ich mach jetzt schneller. Leon! Alles okay, holen Sie mich nur hier raus. Auf jeden Fall kann ich jetzt die Kritik an diesem Spiel verstehen. Sie mögen es brutal, was? Okay. Kotzt der Zombies auf dich, oder was? Ja. Was immer sie tun, es funktioniert! Ich passe auf sie auf! So. Ja, ich hab meine Muni aufbewahrt, jetzt kann ich direkt immer auf ihn ballern. Keine Muni mehr. Scheiße. Das sind Zombies. Ich hab keine Muni. Vieles davon kann ich ja nicht mal aufheben. Ich kann's noch nicht mal messern. Dass wir so wenig Muni aufsammeln können. Ja, ich frage mich wirklich, ist das so wirklich korrekt oder ist das ein Bug? Aber erst einmal hebe ich hier und da noch was auf, so gut ich kann. Ich habe jetzt hier mehrere Muni-Sachen rausgeholt. So. Ja. So, ich habe 0 Muni. Ja. Ich habe nur 19 Schuss für meine Shotgun. Aber ich gehe noch mal die Treppe da hoch. Ich bin gleich wieder da. Ich bin auch gleich. Es frustriert mich ja auch. Darum suche ich jetzt noch ein bisschen was zusammen, was ich finden kann. Weil bei mir, du musst ja bedenken, da wo ich immer gewesen bin. Da kann ich nicht nur mich um dich kümmern wegen der Fliege, sondern da sind auch immer Zombies hinter mir. So ein richtiges Nest.
Und auf die muss ich ja auch hin und wieder ballern, weil sonst nimmt sie ja Oberhand, bringt mich um und so. Vielleicht konzentrierst du dich nur auf die Zombies. Ich kann nämlich die Fliege selbst gut unter Kontrolle halten. Okay. Aber ich verstehe echt nicht, warum ich keine weitere Muni aufheben kann. Hoch mit ihnen! Die Kamera spastet auch total rum. Ja, gut, dass ich nicht so arg Motion Sickness habe. Das war nur beim Cats Simulator so. Leon! Bei welchem Simulator? Cats Simulator. Okay. Holen Sie mich nur hier raus. Katzensimulator. Verstanden. Verstanden, Mann. Sie mögen es brutal, was? Okay. Oder sollen diese komischen Klumpen, die er da schießt, auf mich gerichtet sein? Nee. Was immer sie tun, es funktioniert! Jut, konzentriere dich nur auf die Zombies, ich kümmere mich um die Fliege. Ja gut, aber ich habe Angst, dass wenn ich gar nichts tue, mir zu helfen, dass die Fliege nicht tot geht. Ist okay. Ich hier vielleicht irgendwo hoch? Nee. Also ich habe noch 3 Schuss. Okay, warte. Ich weiß, was ich tun muss, aber ich werde immer von Zombies aufgehalten. So, jetzt kann ich nicht mehr machen. Okay, warte. Ich beeile mich. So. Ich bin an sich sicher, die kann mir nichts tun. Nur irgendwann greift sie mich an und dann gibt's diesen. Ja. Ach, das war zu spät. Ich muss an dieses Gerät noch einmal, weißt du? Was diese Plattform zum Laufen gebracht hat. Ich kann leider nicht zugucken, was du da machen musst. Ich bin okay, ich sag's ja, weil ich es erklären möchte. Ich muss mich halt beeilen, aber wie gesagt, die Zombies halten mich dabei im Halt. Das mit der Munition nervt mich aber ungemein, ich kann es nicht sagen. Muss ich mal googeln, ob das ein Bug ist oder so. Ja, muss ja fast sein, weil... Leon! Alles okay. Holen Sie mich nur hier raus. Verstanden. Sie mögen es brutal, was? Okay. Wie gesagt, konzentriere dich nur auf die Hebel. Die Fliege, die tut mir soweit nichts. Diese komischen Dinger, die sie da rausspuckt, die treffen mich irgendwie nicht. Was immer sie tun, es funktioniert! Ich passe auf sie auf! Okay, der hat mich mal getroffen.
Yay! Boah, hat wirklich geklappt. Was hast du jetzt anders gemacht? Ich habe mich sofort wieder an die Maschine gemacht, als ein, ich erklär's dir gleich mal, wenn wir hier fertig sind, weil das Gerät ist da gerade hier. Siehst du diese rote Lampe? Ja. Okay. Also, die hat blau geleuchtet, als Zeichen dafür, dass ich sie bedienen muss. Dann war sie rot. Dann nach kurz 20 Sekunden war sie wieder auf blau gestellt und dann muss ich gleich nochmal ran. Und das hätte ich von Anfang an machen müssen. Zweimal bedienen und das so zügig wie möglich. Wo bist du? Ach da. Ja genau, an der Tür konnte ich nicht vorbei, weil da wollte ich nicht. Schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich auch. Schon wieder kann ich nichts aufheben. Ja, geht mir genauso. Nervt. Und stellen Sie hier die Kisten hin, wenn man nichts aufheben kann. Bist du? Hier wird ja immer hässlicher. Ja. Ich glaube, wir müssen die gelben Dinge abballern. Solange er in der Luft ist, gehen wir nirgendwo hin in den Regen. Ich kann nicht zulassen, dass er uns aufhält. Auf die Beine! Achtung, Zombies, ne? Ich hab keine Muni. Oh. Ich glaub, die Dinger müssen wir benutzen. Okay. Ein Blitzableiter. Das wird dann absorbieren, ein schöner Schock. Jetzt benutzen wir hier noch die armen Zombies als Köder. Sehr gut. Jetzt ziehen Sie auf den Kopf! Auf den von der Fliege! Ja! Okay. Ist er jetzt endlich tot? Oder kommt er jetzt nochmal als Maus oder so? Als Meerschweinchen wie in South Park. Der Boden ist instabil. Wir kommen jetzt da rüber. Ah, hier rüber. Hier raufklettern. Ja. Ja, darauf muss man erstmal kommen. Ist doch alles Füller hier irgendwie. Ja. Oh, hier sind wieder Raketenwerfer. Ich glaube, ich weiß, was wir gleich machen müssen. Raketenwerfer? Ja. Oh Mist! Das ist keine Maus. Ich bin enttäuscht von dem Spiel.
So manche Metamorphose wäre schon sehr überraschend. Mit einer Maus würde halt keiner rechnen. Besiegen Sie den mutierten Derek Simmons. Ja, am besten, indem wir fliegen, ja? Oder ich einfach nur mal schnell eine Rakete auf die Baller. Ich hab schon eine Waffe dafür. Was? Ach, stimmt. Ach, das tötet ihn jetzt? Das? Alles, was ihn töten kann, das, was ihn tötet, ist, aufgespießt zu werden. Okay. So hätten wir ihn mit einem Barbecue. mit einem Barbecue-Stecher auch umbringen. Oh. Feuer, Waffe, nix, nee. Umbrella! Tempelritter! Ja, Leon, wir haben die Stadt gerettet. Ja, wirklich? Das ist für meine Schwester. Das müssen wir feiern. Suchen wir ein Restaurant, was noch übrig ist. Auf zum Hubschrauber. Hubschrauber. Steigen Sie was? Helikopter. Echt? Das, die lassen uns noch das hier machen? Das bisschen? Oh, ich muss ins Bett. Hä? Das ist das Geschenk von Ada. Das war's wohl als wäre. Da ist bestimmt ein Nacktbild von ihr drin. Mhm, garantiert. So. Ja, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Hier, das kannst du behalten. Kann ich als Mann nicht gebrauchen. Das sind Nacktbilder drauf. Nein. Ja, doch. Das sind Beweise für Simmons Schuld. Und somit für ihre Unschuld. Unsere Unschuld. Unsere. Glaub das nicht. Helena. Nachrichten, Leon. Wir haben einen Weg gefunden, den Neos zu besiegen. Shiva, die nicht Shiva ist. Ja. Roger, wir kommen zurück. Bis später. Dann los. Wir sind übrigens unschuldig. Ja, kommt er nochmal wieder? Irgendwie habe ich schon das Gefühl. Ach, jetzt kannst du auf einmal auffliegen. Obwohl ich eine Frau bin. Musik, yay, wir haben den Tag gerettet. Ich dachte wirklich, Tony Stark kommt nochmal wieder. Oh, wir haben es endlich geschafft. Yay! Ist das ein chaotisches Spiel? Jean-Christophe Fidiaki Sinclair Moran Maeda. Was? Das sind Namen, die passen auf gar keinen Pass mehr. Da ist einer Kobuta. Kobuta. Das war's. Kobuta. Kobuta. Glückwunsch, Leon. Yay. Ja, du darfst mich zum Essen einladen. Yay, da ist eine Miss. Miss Raten. Art Director. Boo. Miss Information. Ach Gott, ja. Hat das nicht Spaß gemacht? Ja, neben der Verwirrung, was ich eigentlich machen soll, neben der konfusen Story, neben den schnell reingeführten Charakteren, wo ich nicht weiß, wer die sind, wo ich erstmal deren Missionen machen muss, damit ich weiß, was die überhaupt gemacht haben. Ah, jetzt gibt's ein Best-of der Szene im Hintergrund. Hier sehen wir nicht Avas, nicht Shivas Gesicht. Das war ein Highlight, ja. Ah.
Sheva, die nicht Sheva ist. Yay. Daran erinnere ich mich so gern. Warum ist eigentlich der Typ jetzt eine Fliege geworden? Ist das sozusagen ein Upgrade vom Mech? So wie beim Predator, der Autos. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das Design hier von dem Intro mit diesen Fliegenlamellen hier, Augenlamellen, das mussten wir irgendwie als Andeutung irgendwie rüberbringen, oder? Am Ende. Dass das was damit zu tun hat. Ach ja, natürlich! Du hast ja gar keine Ahnung. Ich habe gar keine Ahnung. Entschuldige bitte. Schäm dich. Ich schäme mich. Noch mehr als für meine ganzen Tote. Aber wie gesagt, von allen, die dieses Spiel kritisiert haben, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ja, also ich finde zumindest, was die Steuerung betrifft, hätte das ein wenig weniger kompliziert sein können. Du bist die ganze Zeit nur am Rumrennen, die Kamera, die flackert oder macht nicht das, was du willst. Ja. Die Bedienung ist ziemlich komisch. Ich verbringe eine Minute damit, um rauszufinden, wie ich nochmal die Brandgranaten zu Ende nutzen kann. Und währenddessen stirbst du mal schön. Dann kommen da Situationen, die nicht eingeführt werden und du musst dann erstmal herausfinden, was ist denn jetzt los? Mhm. Quicktime-Events, wo du dann nicht weißt, wann sie auftauchen, weil die ganze Zeit, ja, keine Ahnung. Füllmaterial, wo du nur nach links oder nach rechts läufst, um eine andere Cutscene auszulösen. Das Tittenmonster, yay! Yay. Aber um ehrlich zu sein, das war das Highlight. Ich wette, wenn man in diese Bauchnabel oder Löcher reinbläst, gibt Also, Leon liebt jetzt Ada, oder? Ja. Warum? Weil sie gut in dem Latex hauteng Anzug ist. Weil sie immer so einen Ausschnitt trägt, der viel besser aussieht als meiner, sozusagen. Ja. Mhm. Und sie hat einen besseren Modegeschmack, weiß ich nicht. Apropos Mode, ich fand diesen einen Modeladen klasse, wo man Munition noch rumliegen hatte. Das mache ich, wenn ich das nächste Mal gezwungen werde, sozusagen in einen Modeladen reinzugehen als Begleitung und langweilt mich, dann tue ich mir einfach so, als müsste ich nach Munition suchen. Ist das meine Schwester da links? Sieht so aus. Ja. Was hat das jetzt mit der Schwester auf sich gehabt? Das verstehe ich immer noch nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, die war einfach ein fieses Opfer. Ich meine, im Sinne von fies gemacht. Ein Opfer von diesen bösen Typen. Simmons. Okay, ich habe immer Tony Stark gesagt, weil er so aussah wie er, aber er hat Simmons. Einfach damit wir anhand einer einigermaßen vertrauten Person eines Hauptcharakters sehen können, wie fies und gemein er ist. Herbert zu Dejo Swanson und Dejo. Und dass wir sehen, was er mit Menschen macht. Das kann nicht irgendwer aus einer Menge sein oder aus der Armee. Nein, es muss die Schwester von der Heldin sein. Es hätte auch ein Bruder sein können oder ein Neffe oder ein Nichte oder ein Nachbar. Aber Hauptsache mit uns verbunden. Wie lange geht denn das noch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist genauso lange wie... wie das Spiel, was wir bis jetzt durch haben. Ja. Und nicht von heute, sondern insgesamt. Das ist eins von vier Kampagnen. Eins von vier Kampagnen. Das hier war ja schon mindestens, keine Ahnung, eine Wochenarbeit. Mhm. Ich gar nicht wissen, was mit den anderen ist. Gibt es dann wenigstens sowas wie Bloopers nach dem Abspann? Oder auch Bloopers von den Sprechern oder so? Oder von den Motion Capture Darstellern? Das wäre aber lustig. Das geht ja nicht, weil das Spiel nimmt sich so selbst ernst, das ist ja dann ein Widerspruch.
Aber das ist ein Problem gewesen. Die vorherigen Spiele, die waren so campy, dass es wieder lustig war. Warner Brothers Post-Production Service, aha. Und das hier scheint sich so ernst zu nehmen und hatte so viel Geld gehabt und so viel Action, dass es wie so ein Michael Bay-Film rüberkommt. Das Gefühl habe ich auch. Oder dass man sich nicht entscheiden konnte, entscheiden wir jetzt daraus doch eine Art Film, Direct-to-DVD, oder machen wir ein Spiel draus? Und nach 3 Monaten Meeting sagt man, ach, wir machen einfach beides. Und sagt sich, wir machen einfach ein Spiel, aber wir fügen lauter Cutscenes ein. Auch wieder mit Quicktime. Ja, das beste Beispiel war ja, wo wir in dem Jeep da drin waren und da minutenlang durch die Stadt gefahren sind. Was hat das jetzt für uns gebracht? Ich glaube, das soll so... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das war schon die Zeit, als die Simulator-Spiele recht populär wurden. Dass man das Gefühl hat, man ist da einfach drin, ohne irgendwas zu tun. Ja, man hat doch kaum was gesehen, war doch alles zugestaubt. Wir konnten ein Spiel spielen. Da ist ein Zombie, da ist ein Zombie. Make it stop! Das passiert, wenn du inkompetenten Leuten zu viel Geld gibst. Kannst du das nicht abstellen? Na, ich sag mal, ich gebe diesen Leuten noch die Chance, dass man einmal ihren Namen irgendwie in den Credits sieht. Die haben dafür stundenlang gearbeitet an dem Spiel. Hall of Shame oder was? Im Prinzip ja. Der Typ, der da gerade im Bild wegrennt, sieht aus wie David Hasselhoff. Sind ja auch lauter Polen. Hasselhoff! Ja, 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 ja. Special thanks. Gott sei Dank. Das heißt, der Abspann neigt sich dem Ende zu Ende. Special thanks to Well for use of the Left 4 Dead 2 content. Aha. Just come out. Sure, please. Make it stop! Die Corporate Logos müssen ja auch noch kommen. Küsst euch doch, Alter. Sogar die Firma, die die Schriften und die Typografie gemacht hat. Wer kommt jetzt noch alles dran? Der Hausmeister, die Putzfrau, die Knopf. Bu Eshiro Sasaki. Thank you for playing. Sonst würde es keiner tun. Was haben wir denn eigentlich gespielt? Ich weiß es gar nicht. Ich habe hin und wieder mal Zombies irgendwie abgeknallt, aber ansonsten bin ich nur rumgerannt, um Quicktimes auszulösen oder so. Was haben wir gespielt? Barbie und Ken, Barbie und der Stadtsimulator. Hier wurde die Stadt beerdigt. Ach, die Schwester. Die gleichen Klamotten. Das ist Shiva. Ach, jetzt? Was? Die will jetzt Verantwortung übernehmen. Dankeschön. Ich bin bereit. Was? Verhaftet zu werden, oder was? Was? Meine Rolle war im Angriff. Du darfst dich jetzt selbst erschießen, um deine Ehre zu retten. Beweise überprüft und abgelehnt, sie verantwortlich zu machen für Simmons Verbrechen. Außerdem wird nichts davon an die Öffentlichkeit gebracht. Aber... Der Präsident hätte das Gleiche getan.
wenn ich ihn nicht erschossen hätte. Also gut. Wollen wir uns dem Team anschließen? Leon. Oh Gott, jetzt machen wir hier eine Schnulzenmusik. Wenn Sie sie wiedersehen. Ich habe es schon benutzt. Ich habe meinen Arsch gepudert. Hat er echt gerade gesagt Frauen? Wahrscheinlich. So ein Sexist. Frauen und ihre Schminkdosen, aber echt. Das kann man nicht einmal kaufen als Fähigkeit. Wie macht eigentlich eine Giraffe, wenn sie einen Blowjob kriegt? Immer Ärger mit den Frauen, das ist die Errungenschaft. Gott. Es kann nun aus 8 Fähigkeiten gewählt werden. Na toll, dankeschön. Die haben eine Erkennungsmarke erlangt. Aha. We both got a B. Bloß raus hier. Ich habe genug von Resident Evil für heute. Okay. Inhalt wird gespeichert. Bitte schalten Sie Ihren Computer nicht aus. Alles klar. Oh.